Die Bibel erzählt von Gott und seinen Geschöpfen. Sie erzählt, was geschehen ist, was ist und was sein wird. Sie erzählt von Anfang an. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.
Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten und Tage und Jahre. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war
war das Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Die Bibel erzählt von den ersten Menschen, wie sie im Garten Eden unbeschwert lebten und das Paradies verloren, weil das Paradies ihnen nicht genug war. Sie begehrten mehr. Sie nahmen, was ihnen nicht zustand. Sie wollten werden wie Gott, sie gingen zu weit und dann mussten sie gehen. Aber Gott blieb ihr Gott.
aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und er ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und der Herr gebot den Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Und sie sprach zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und er trieb den Menschen hinaus aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und ließ ihn lagern vor dem Garten Eden und ließ die Engel mit flammendem, blitzendem Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie war schwanger und gebar den Kain. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Willst du den Acker bebauen, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.
Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden. Es blieb nicht bei dem einen Mord. Gottes Geschöpfe aus Fleisch und Blut fügten Gewalttat an Gewalttat, bis Gott es nicht mehr ansehen wollte. Die große Flut ertränkte alle, außer Noah und seine Familie und von jedem Tier ein Paar. Aber Gott band sich selbst, niemals wieder eine Flut zu schicken. Zum Zeichen für diesen Bund setzte er den Regenbogen an den Himmel. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Da sprach Gott zu Noah: Mache dir eine Arche von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche sie mit Pech innen und außen. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Du sollst in die Arche gehen, mit deinen Söhnen, mit deiner Frau, mit den Frauen deiner Söhne, und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Da kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Und alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen. Und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, mitsamt den Fenstern des Himmels. Und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab, nach 150 Tagen. Danach ließ Noah eine Taube ausfliegen aus der Arche. Und sie kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden, und am 27. Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken. Da ging Noah heraus mit seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Thank you.
Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Gott schenkte seinen Geschöpfen einen neuen Anfang. Sie nutzten ihn nicht. Sie wollten mehr. Sie wollten hoch hinaus. Sie wollten den Himmel stürmen. Gott ließ es nicht zu, aber er hielt seinen Bund und tötete sie nicht, als sie zu Babel den Turm in den Himmel bauen wollten. Er verwirrte sie mit der Vielzahl der Sprachen. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot und seine Schwiegertochter Sarai und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Sarah wurde 127 Jahre alt. So lange lebte Sarah. Und Sarah starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach: Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Da antworteten die Hethiter: Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem der vornehmsten Gräber. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela im Lande Kanaan. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wurde 180 Jahre alt, verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Thank you.
Gott ist ein treuer Gott. Er steht zu seinem Wort. Als sein Volk Israel in Ägypten versklavt wird, befreit Gott sie. Er sagt Mose, was er vorhat, und Mose sagt es den Israeliten weiter. Der Pharao will auf die Sklaven aber nicht verzichten. Erst nach 10 furchtbaren Plagen gibt er nach und lässt sie ziehen. Mose aber hütete die Schafe, und er kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus einem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott aus dem Busch und sprach: Mose, Mose, tritt nicht herzu, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und das Geschrei der Kinder Israels gehört. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und führe in ein gutes und weites Land, darin Milch und Honig fließt. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Ich weiß, der König von Ägypten wird euch nicht ziehen lassen. Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allerlei Wundern, die ich darin tun werde. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass die Israeliten geflohen waren, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk. Und sie spannten ihre Wagen an und jagten ihnen nach mit ihren Rossen, Wagen und Männern und dem ganzen Heer des Pharao. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu ihrem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Der Herr sprach zu Mose: Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, so dass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Da hob sich der Engel Gottes und eine Wolkensäule kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und die Ägypter folgten und zogen ihnen nach, alle Rosse, Wagen, Männer und das ganze Heer des Pharao, mitten ins Meer. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Rosse, Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Wasser kam wieder und bedeckte das ganze Heer des Pharao, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypter Hand. Israel sah die mächtige Hand, mit der der Herr gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Und Miriam, die Schwester Moses, nahm ihr Tamburin, schlug mit der Hand den Takt und sang ein Siegeslied. Singt unserem Gott, mächtig ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer.
singt unserem Gott, mächtig ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer. Und alle Frauen zogen hinter ihr, tanzten und sangen das Lied. Deborah ist im Richterbuch die einzige Frau, die das Amt der Richterin innehatte. Die Israeliten kamen zu ihrem Sitz zwischen Rama in Benjamin und Bethel im Gebirge Ephraim, um sich dort von ihr Recht sprechen zu lassen. So regierte sie das Volk während der feindlichen Herrschaft des Königs Jabin von Kanaan. Sie prophezeite ihrem Feldherrn Barak den Sieg über die Feinde und schließlich gelang dies auch. Da sangen Deborah und Barak zu jener Zeit: Hört zu, ihr Könige, merkt auf, ihr Fürsten, ich will singen dem Herrn, ich will singen, will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Herr, als du auszogst von Seir, als du einhergingst vom Gefilde Edoms, da erzitterte die Erde, auch der Himmel troff. Auch die Wolken troffen von Wasser, die Berge erbebten vor dem Herrn, dem Gott Israels. Zu den Zeiten Schamgas, zu den Zeiten Jaels waren verlassen die Wege, und die da auf Straßen gehen sollten, wanderten auf ungebahnten Wegen. Starke fehlten, in Israel fehlten sie, bis du, Deborah, aufstandest, eine Mutter in Israel. Auf, Deborah, auf und singe ein Lied. Mache dich auf, Barak, und fange, die dich fingen. Da zog herab, was übrig war, vom Herrlichen im Volk. So sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde. Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Thank you.
Gott hatte Abraham zu einem großen Volk gemacht. Er hatte sein Volk Israel aus der Sklaverei befreit. Er hatte ihm das Land Kanaan gegeben. Warum hörten seine Geschöpfe nicht auf ihn? Es kam sogar so weit, dass viele aus seinem Volk nicht mehr zu ihm beteten, sondern zu anderen Göttern, wie dem Baal. Aber Gott trotzte ihrer Untreue und ihrem Rechtsbruch. Er gab nicht auf, sie immer wieder daran zu erinnern, was Recht und Gerechtigkeit ist. Er beauftragte seine Propheten. Auch Jesaja war ein Prophet Gottes. Gott schickte ihn nach Jerusalem. Viele Menschen in Jerusalem lebten in großem Luxus. Sie besaßen schöne Häuser, Gold, Schmuck und Edelsteine. Sie feierten prunkvolle Feste und betranken sich. Aber sie kümmerten sich nicht um die Armen und Benachteiligten. Da schickte Gott den Propheten Jesaja auf die Plätze und Gassen von Jerusalem. Jesaja stellte sich mitten unter die Menschen, die durch die Gassen zogen oder auf den Plätzen standen. Er stellte sich vor die Häuser der Reichen und die Gärten, in denen laute Feste gefeiert wurden, und rief: Weh den Reichen, die ein Haus nach dem anderen bauen und ein Grundstück nach dem anderen kaufen, bis ihnen alles gehört, die sich aber nicht um die Armen kümmern. So spricht Gott: Die vielen Häuser werden einmal verwüstet werden und die Landhäuser werden leer stehen. Wehe denen, die vom Morgen bis zum Abend Feste feiern, Wein und Bier trinken, sich herumtreiben und denen Gott gleichgültig ist. Sie werden einmal die Stadt verlassen müssen und Hunger leiden. Zu den Frauen in Jerusalem ließ Gott Jesaja sagen: Ihr trippelt mit klirrenden Fußspangen hochnäsig durch die Stadt, aber es kommt der Tag, da Gott euch all euren Schmuck wegnehmen wird. Die Fußspangen, die Halsketten, die Ohrringe, die Armbänder, die Fingerringe und die Nasenringe, die Festkleider und die Taschen und die durchsichtigen Gewänder und die Halstücher. Dann werdet ihr einen alten Sack als Kleid tragen. Doch die Menschen wollten nicht auf Jesaja hören. Nach ein paar Jahren wurden Israel und die Stadt Jerusalem von einem feindlichen Heer eingenommen. Und alles wurde wahr, was Jesaja prophezeit hatte. Was Gottes Propheten angekündigt hatten, geschah. Erst fiel das Nordreich und dann auch das Südreich. Selbst der Tempel von Jerusalem wurde zerstört. Die Reichen und Mächtigen aus Jerusalem wurden nach Babylon verschleppt. Sie weinten und klagten an den Wassern zu Babylon. In manchen unter ihnen reifte die Erkenntnis, dass sie nicht den Gnadenweg der guten Weisungen Gottes eingeschlagen hatten, sondern das Recht gebrochen hatten. Viele Gebete, die im Buch der Psalmen stehen, geben davon Zeugnis, wie sehr die Verehrer des Gottes Abrahams neu zu sehen und neu
zu denken begannen. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig. Der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Als der Perserkönig Kyros die Babylonier besiegt hatte, erlaubte er den Juden heimzukehren. Manche blieben, andere machten sich auf den Weg. Sie bauten einen neuen Tempel in Jerusalem. Viele hundert Jahre vergingen. Die Perser wurden von den Griechen besiegt und dann die Griechen von den Römern. Krieg, Gewalt und Ausbeutung führten oft zu großer Armut. Viele Juden sehnten sich nach Gottes Frieden, nach Shalom. Sie hofften auf Gottes Friedensbringer, auf den Messias. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Thank you.
und ich sah den Himmel aufgetan. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, der hieß Treu und Wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.